Ordner Pedophiler. Von Angel, da ich jeden Support mir auch schon 100 Euro da gelassen hat, so krank auf jeden Fall. Er hat mir direkt die Facecam gekauft sozusagen und hat mir auch unterstützt auch andere Streamer. Ganz fett wie Max und Bigspin, das ist so krank. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns allgemein unterstützt. Freue ich mega. Auf jeden Fall, dass du ja, allgemein dass du die deutsche CR-Community bzw. Streamer so krank supportest. Nice auf jeden Fall. Bist in meinen Augen der beste deutsche Spieler, Jofi, ne? Freue mich zu hören. Love the video with CWA. Can't wait to travel to that young. Thank you very much. Okay, was macht er jetzt? Oh, halt den nächsten Kackprinzen wieder. So, Hunter, mach Arbeit. Der Trimax Esports Account. Ja, das war noch Zeiten, Mann. Leider. Welches Team sollst du join für CL? Good question, Mifja, I don't know. We will see. Hopefully a good one. Oh Gott, die Ironie ist OP, Mann. Ich feier sie. Ne, Leute, welches Team ich bald joinen werde, es wird dann bald. Es wird dann bald im Nouns auch in welche Teams Flobby und so gejoint. Es wird bald bekannt gegeben, Leute. Ich werde es auch bekannt geben. Also gerne mir mal auf Twitter folgen, Leute. Da poste ich eigentlich extrem viel und bin aktiv. Was jetzt gerade todesgeil ist, dass dieser dreckige Prinz stirbt. Ja, er ist ein dreckiger Prinz. Weil die Karte einfach komplett OP ist. Log. Oh mein Gott, das Log war perfekt. Wir kriegen den Turm, oh mein Gott. Er hat einfach einen absoluten Hardcounter, Junge. Er spielt Double Prince mit Feuer bei Log. Nice Game, Leute. Nice. Wann? Perfektes Loch, yo. Thank you. Danke, danke schön, Lifter. Und ich streame auch später mit Big Spin Zeus Cup, wo Flobby auch spielen wird, Leute. Also auf jeden Fall wird das nice heute. Morgen ein Challenge-Stream hoffentlich, wird lustig. 9-0, Leute. Wer ist dieser Mifja? Mifja ist ein guter Spieler, der auch bei Tribe Gaming war, Team Keso. Der macht gerade die Thumbnails für CWA. Nice. Ein sehr guter Spieler, ist auch Streamer und ein extrem cooler Typ. Was heute Suska 21, Jojo. Nova Storm, Jojo, auf jeden Fall, Nova Storm. Big Spin Stream, ich bin dabei. Als Co-Cast. Ist auf jeden Fall wieder geil, wenn wir beide wieder casten. Wie viel spielt Flobby? 21 Uhr. Ich bringe hier einfach mal einen Feuerball. Ja, okay, Feuerball kann ich. Ich bringe einfach mal so einen Feuerball. Ich treffe noch einen Minion. Kriege extrem viel Schaden raus. Hunter killt das auch alles. Okay, den Feuerball kann man so bringen. Damit habt ihr den Arm wieder begrettet, jo. Ich hab mir selbst den Arm gerettet, weil es geil ist. Weil ich dann auch wieder geile Decks sehen kann, die ich gestern auch gesehen habe, was einfach zu geil ist. Die ganzen CMC und so, die Decks, die zocken einfach unglaublich nice. Okay. Er hat einen guten Encounter auf jeden Fall mit Bridge Spam. Ich kann jetzt gute drei Musketiere bringen, die extrem viel Value bringen. Ja.
Selbst wenn er einen Feuerball bringt, die haben trotzdem viel Value gebracht. Man sieht jetzt einfach so einfach aus diesen Predicts, ja. Das sagt man immer. Genau. Yo, süß Kaffee, yo, wächst bin ich Gastner zusammen. Ja, Flobby ist Toast Abkommen. Also ich kenne kein Abkommen als Flobby. Ich kenne kein Abkommen als Flobby. Okay, nice. Das war's für ein Feuerball von ihm. Man muss gleich in eine Lane. Jetzt hat er erst die nächsten Feuerball und er muss noch den Hawk verteidigen, was nicht bringen wird. Deswegen sieht das gar nicht mal so schlecht aus, bringt auch nicht so viel. Log ist da, dann stirbt alles. Ja. Hier drin. Alter, wir gewinnen flawless gegen ein schwieriges Matchup. Nice Game, Leute. Morgen in der Anfang genauso wie ich bei der. Ja, ich bin auch abgehoben. Ja, Mann. Mord no payo. Dankeschön, Mifja. Mifja, OP. Leute, schaffen wir die 12-0, Leute. Schaffen wir die 12-0. Das wäre todesgeil. Dann hätte ich doch gleich noch ein schönes Beauty-Video. 12-0 easy, yo. Go to 12-0. 12-0, wer kennt's nicht? 12-0. Würde wollte ich sagen. Auf jeden Fall hoffen wir mal, wir schaffen das. Wir müssen, ich verstehe es noch nicht, wie so Leute angeben, von wem sie die Nummer haben. Was spielen wir vorher bei dem 3 Musketeer, wenn das Deck nice. Daniel, danke für deinen Resub. Nice, Leute. Vielen, vielen Dank. Oh, lol, wir spielen gegen Joker. Das ist ein guter Spieler aus dem Bett, ja. Derga ist aber echt schlecht, ja. Derga ist schlecht. Der hat mit 2 Accounts Top 10 gefinisht. Derga kann nichts. Okay, er spielt Balloon Cycle. Er spielt Balloon Cycle. Bin ja gespannt, wie das Matchup so ist. Wir haben 12 und anderes Deck hier auf jeden Fall. Okay, wir haben ein Problem, Mann. Was? Okay, wir haben verloren. Skelette kam ein Stückchen zu spät. Oh, RIP. Doch, es wird doch 11-3, Leute. Team Käse District. 2.0. Okay, wie viel Schaden kriegen wir so raus? Okay. Okay. Oh man, der erste Push hat mich gekillt. Wir wissen noch, dass er noch einen Fehler macht. Oder dass wir eine gute Defense hinlegen, die wir jetzt gerade gemacht haben.
Da ist der Fehler, Leute. 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 Hype in den Chat, Leute. Hype in den Chat. Wir sind back im Business. 11-0, Leute. Nice. Lol, easy clap, yo. Comeback, OP. Na, nice. Der Zockerbein, vielen Dank für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Nice. Leute, 11-0, ich bin gehypt. Comeback, OP. Okay, Leute. Letztes Game. Come on. Gönnen wir uns 12-0 mit diesem neuen Hock 3 Musketier Cycle Deck. Ja, auf jeden Fall krank. Du bist ein Gott, vielen Dank. Gönnen wir uns. 300 Zuschauer wieder hast geknackt, vielen, vielen Dank. Habe jetzt etwas länger nicht gestreamt, es werden auf jeden Fall wieder mehr Streams kommen. Okay, Leute, Konzentration. Ich habe jetzt keine Lust zu failen. Okay, er spielt Spear Goblins hin, das könnte viel sein. Es wird wahrscheinlich Giant sein. Okay, es wird nicht. Oh, ey, wenn er jetzt Mortar spielt, nicht sein Ernst, oder? Das sieht echt nach Mortar aus. Jetzt bitte mal offensive 3 Muskeln. Ja, oh mein Gott, er spielt Mortar bei 11 Siegen. Moin, Leute. Mortar hier. Moin, Leute, Mortar hier. Was wir jetzt machen, wir werden jetzt hier einen Hock spielen zum Cycle, damit wir jetzt wieder Skelette zurück im Cycle haben. Dass die Eisperfektes tracken können, weil wir wissen, er hat nicht so viel Elixier, weil er gerade 5 Elixier für die Minenhorde ausgeben hat, deswegen kriegen wir extrem viel Schaden raus. Nice. Das war gut gespielt. Der Tor Defense war so P, yo. Good Defense. Good positive Elixir Trade. Bin ich gespannt, wie er das jetzt macht. Definitiv Mortar wahrscheinlich, man kennt's. Komm, Hunter. Viel Spaß beim Defenden. Jawohl, Ghost auch nochmal 3 Elixir gespendet. 3 Elixir. Du warst bei CWA oder ja, ich war schon öfters bei CWA. Auf jeden Fall ein nicer Typ, Ash. Grüße gehen raus. Nice. Er freut sich. Wir splitten 3M. Ja, es kann sein, dass Suitscope alle das Sorgen alle rasieren wird. Aber ich habe das Gefühl, dass Surge auch eine gute Streak hinlegen wird. Ich habe ja voll mit ihm gepracticed und er hat ganz gut performt. Wieder kommt die Minion-Horde auf die andere Seite. Weg. Ich will dich hier nicht haben. Ich will dich nicht. Wieder kommt dieser Kack-Morte. So, Konzentration. Jetzt hier ein Holz auf den Morte, damit der Morte schon mal angeditscht wird. Alter, das Game ist intens, Mann. Ist halt schwer durchzukommen, wenn er die ganze Zeit seine defensiven Mortars stackt. Ich fasse es nicht irgendwie.
Was? Der Mordhead war ja so gekauft. Oh mein Gott. Der Mordhead war so gekauft, Alter. WTF, und er beendet mich wegen dem gekauften Mordhead. Oh Mann. Leute, gekaufter Schweinereiter-Head, Alter. Hockhead gekauft. Welchen Deck bei Clash wäre ich mit so einem Packer meine Posten Deck? Och man, Leute. Leute, ich will jetzt diese 12 Sieger. Okay, los geht's. Okay, Hawk hier hin und dann Feuerball. Instant drauf. Okay, schade. Ich sag, der Hawkmord OP. Oh. Oh Mann. Okay, spielt das neue 3M-Deck, glaube ich. Wohl, weil es nicht mit Eisgeist spielt. Das klappt gegen Arthur. Aber Leute, was mir gerade auffällt, wir haben übelst einen Hardcounter. Wir haben Feuerball noch dabei. Wir haben einfach mal Feuerball, Royal Ghost und drei Musketiere. Was macht er jetzt? Guter Eiskolben wollte ich. Ich hätte gedacht, der wäre außerhalb der Tomb Raid. Aber ist er doch nicht. Der Predict. Gefällt. Ich weiß nicht, ob es ihm so richtig gefällt. Spiel mal 3 Musketiere. Wir haben ja nicht den, wir haben nicht noch den Royal Ghost auf der anderen Seite gegen seine 3M. Das sieht jetzt nicht mal so gut aus für ihn. Ich glaube, er hat verloren. Leute, halt im Chat. 12 Siege. Leider kein 12-0, aber 12-1 auf jeden Fall. Das Deck ist einfach extrem stark seit einer Meta. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat, wahrscheinlich noch aus dem asiatischen Raum. Ein extrem schnelles 3-Musket-Cycle-Deck mit dem Hawk, noch den Hunter dazu als Single-Tag-Damage. Einer, damit man solche Counter wie zum Beispiel Riese, die auf dem Feuerball oder so dabei haben, dass man die dann halt auch noch, mit dem Hunter noch hat. Feuerball-Bait auf jeden Fall, da hat man noch den eigenen Feuerball drin, um diese Hawk-Feuerball-Kombi. Das ist so ein Hybrid-Deck, auf jeden Fall extrem nice Deck, Leute. Auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall auf YouTube laden, wenn ihr es jetzt auf YouTube seht. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Follow da für mehr nice Decks. Das ist auf jeden Fall das Deck hier, um es euch zu kopieren. Viele haben sich das gewünscht, dass ich den Link dann in die Videobeschreibung packe vom Deck. Werde ich dann auf jeden Fall machen, Leute. Haut auf jeden Fall rein, bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.